Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und heute gibt es mal wieder eine Bearbeitung in Lightroom. Genauer gesagt werde ich heute ein Bild mit euch bearbeiten, was ich in Italien aufgenommen habe, in den Dolomiten und genau gesagt an der Seiser Alm. Dazu gab es auch schon ein Video, wie ich dort fotografiert habe und heute die entsprechende Bearbeitung dazu. Ich möchte dir also zeigen, wie ich von A bis Z durch Lightroom da durchgehe, wie mein Workflow aussieht und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Da sind wir direkt in Lightroom und ich habe das Bild geöffnet von der Seiser Alm. Ich habe den ganzen Abend über fotografiert und ja, in dem Fall wollte ich noch so ein bisschen Sonnenlicht auf der Wiese hier im Vordergrund haben. Die Sonne ist also hinter uns untergegangen. Gleichzeitig war natürlich jetzt der Himmel hier noch etwas zu hell, aber das können wir gleich noch so ein bisschen angleichen. Du siehst auch hier im Histogramm, ich habe mit ISO 100 fotografiert, mit 36 mm Brennweite, Blende 8 und einer Achtelsekunde in dem Fall. Da hatte ich hier auch den Verlaufsfilter vorne drauf, um den Berg und den Himmel hier schon so ein bisschen abzudunkeln. Aber grundsätzlich, denke ich mal, kann man das Ganze hier noch ein bisschen mehr angleichen. Fangen wir doch einfach mal an. Ich bin jetzt hier direkt in den Grundeinstellungen drin. Und das Erste, was ich machen würde, ist mich hier um den Weißabgleich kümmern. Den finde ich hier zu gelblich. Deswegen werde ich das Ganze jetzt hier mal etwas ins Bläuliche ziehen. Ich achte hier vor allem erstmal auf den Himmel, dass der einigermaßen blau ist. Ja, das gefällt mir schon wesentlich besser. Das Grün finde ich jetzt ein bisschen zu grün, aber das können wir gleich nochmal ein bisschen verändern. Auch von der Tonung her würde ich sagen, kann ein bisschen mehr Magenta hier mit rein. Dadurch schwächen wir auch das Grün hier auf der Wiese wieder so ein bisschen ab. Ja, zwischen 15 und 20 würde ich das jetzt mal ansiedeln hier. Okay, und dann hellen wir die Tiefen noch etwas auf. Und die Lichter können wir noch ein bisschen abdunkeln. Ja, so gefällt mir das schon ganz gut. Und wir können natürlich trotzdem noch einen Verlaufsfilter hier mit reinziehen. Die Belichtung hier auch noch mal ein bisschen weiter runtersetzen. Dann ziehen wir uns den hier von oben nach unten rein. Perfekt. Jetzt sieht es doch schon wesentlich besser aus. Dann klicke ich einmal auf Fertig, bestätige das Ganze. Und jetzt haben wir hier ein sehr ausgeglichenes Bild. Ich finde, man kann insgesamt die Belichtung noch ein kleines bisschen nach oben drehen. Plus 0,2 ungefähr. Dann möchte ich insgesamt natürlich ein wenig Kontrast reingeben. Den stelle ich jetzt erstmal auf 15. Das reicht erstmal aus. Und dann gehe ich als nächstes in die HSL-Tabelle hier rein, weil ich das Grün hier noch ein bisschen anpassen möchte. Da möchte ich den Farbton von dem Grün noch ein bisschen mehr Richtung Gelb ziehen. Ja, so gefällt mir das deutlich besser. Vielleicht sogar das Gelb auch noch, weil wir haben ja relativ viele Gelbwerte auch in dieser Wiese hier mit drin. Das ziehe ich auch noch so ein bisschen weiter Richtung Orange. Nicht zu viel, aber es soll schon wirklich diese, ja, goldene Stunde Stimmung haben. Und so erreichen wir die eigentlich schon ganz gut. So, dann gehe ich nochmal in die Grundeinstellung hier rein. Ein bisschen Klarheit gebe ich hier noch dazu. Setzen wir die mal auf plus 15 und ein bisschen Dunst entfernen. Packe ich auch noch mit rein. Dadurch kriegen wir auch nochmal mehr Kontrast, mehr Sättigung ins Bild. Und das gefällt mir echt gut. Dann arbeiten wir aber direkt weiter an der Farbe. Ich gehe mal runter in die Kalibrierung und werte mal die Primärwerte blau noch so ein bisschen verschieben. Die stelle ich mal auf minus 10 hier, den Farbton. Die Grünwerte kann ich auch noch ein bisschen weiter nach links ziehen. Die stelle ich mal auf minus 15 und die Rotwerte. Ja, müssen wir mal gucken. Die würde ich gar nicht zu doll verändern. Also auf plus 2, plus 3 ungefähr. Und dann haben wir auch hier ein gutes Ergebnis. Die Schatten können wir hier noch ein bisschen ins Magenta tönen. Auch das gefällt mir gut. Und jetzt sind wir schon bei der Farbe eigentlich so weit, dass ich, wo ich sage, das gefällt mir echt gut. Wir können jetzt als nächstes mal noch die Objektivkorrekturen, also die Profilkorrekturen hier und die chromatischen Aberrationen entfernen. Ja, und ich gucke auch immer wieder hier oben aufs Histogramm und sehe, nichts ist ausgefressen. Das ist alles sehr schön soweit. Dann gehe ich mal als nächstes in die Detailspalette rein. Denn ich möchte das Bild hier noch ein wenig schärfen. Da stelle ich den Betrag auf 90. Den Radius, den drehe ich mal ein bisschen weiter runter, so auf 0,8. Und mit gedrückter Optionstaste oder Alt-Taste bei Windows maskiere ich das Ganze dann wirklich nur dort ein, diese Schärfe, wo ich sie auch brauche, nämlich an den Rändern. Perfekt, das gefällt mir so schon ziemlich gut. Dann werde ich als nächstes hier mal die Lichter noch ein wenig einfärben. Da will ich so einen Gelb-Orange-Ton drin haben. Und die Sättigung stelle ich hier mal so auf 5%. Und damit kriegen wir doch hier schon ein tolles Ergebnis. Dann würde ich als nächstes nochmal einen Verlaufsfilter hier nehmen. Und jetzt nehme ich den mal von hier unten nach oben. Ich drücke dabei die Shift-Taste, dadurch bleibt der Verlauf wirklich komplett gerade.
Und ich möchte auch hier das Ganze nochmal so ein bisschen abdunkeln. Mit der Belichtung hier minus 0,6 sieht das Ganze schon sehr gut aus. Ich denke mal, das kann man schon ganz gut so lassen. An der Stelle auch nochmal ein kurzer Hinweis auf meinen Online-Store, denn dort kannst du dir auch Videokurse kaufen zum Thema Lightroom, zum Thema Photoshop, zum Thema Luminar, wo man natürlich noch sehr viel intensiver in die Programme reingeht und alles wirklich ganz genau lernen kann. Also falls du da Interesse daran hast und wirklich Lightroom von Grund auf lernen willst oder auch schon Lightroom-User bist und vielleicht die fortgeschrittenen Techniken lernen möchtest, dann schau auf jeden Fall mal in meinem Online-Store vorbei. Da gibt es im Moment 15% Rabatt und den Rabattcode blende ich dir hier unten in dem Video auch nochmal ein. Von hier oben ziehe ich nochmal einen Verlaufsfilter rein. Diesmal möchte ich allerdings nicht die Belichtung hier mit reinnehmen, sondern da kommt noch ein bisschen Kontrast hier hinzu und auch noch ein bisschen Dunst entfernen. Ja, du siehst, da wird der Himmel sehr schnell sehr krass gesättigt. Deswegen stelle ich das jetzt hier mal nur auf plus 8 und so gefällt mir das schon sehr gut. Perfekt, dann klicke ich jetzt hier wieder auf Fertig. Und so gefällt mir das Bild schon echt gut. Wir machen mal einen Vorher-Nachher-Vergleich. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Ja, da haben wir schon deutlich viele Details gewonnen. Ich werde als nächstes mir mal hier noch einen Radialfilter nehmen. Die Belichtung etwas nach oben drehen, die Temperatur hier noch ein bisschen reingeben. Und jetzt hier noch so ein paar kleine Spots setzen, die wir hier zum Beispiel auf den Baum bringen können. Einfach, um das Ganze noch so ein bisschen mehr zu betonen. Das können wir auch hier bei dem Baum machen. Da gefällt es mir auch gut. Und vielleicht noch einen kleinen hier unten. Das ist jetzt so eine Art Dodge and Burn, würde ich es nennen. Wobei das natürlich ein sehr grobes Dodge and Burn ist. Aber dadurch kriegen wir noch ein bisschen mehr Dreidimensionalität rein, wenn wir hier auch in der Wiese, in den Bäumen noch so ein bisschen mit Licht und vielleicht auch so ein bisschen mit Schatten noch malen. Aber so, denke ich mal, passt das schon echt gut. Jetzt können wir gucken, ob wir das Bild noch ein bisschen zuschneiden. Dafür nehme ich jetzt das Crop-Werkzeug, drücke dabei mal die L-Taste und dann blende ich hier nämlich den Rest von Lightroom mal so ein bisschen aus. Und jetzt gucke ich einfach mal, wo ich das Ganze noch so ein bisschen zuschneide. Hier unten so ein kleines bisschen will ich wegnehmen von der Seite. Auf der Seite gefällt es mir eigentlich ziemlich gut soweit. Der Himmel gefällt mir auch gut. Ja, also minimal, was ich da noch wegnehme. Und dann bestätige ich das Ganze einmal mit Klick auf Enter. Und wenn ich jetzt noch hier einmal L drücke, dann wird es komplett schwarz außenrum, dann kann man es nochmal besser beurteilen. Und nochmal auf L gedrückt, ist man wieder in der normalen Ansicht von Lightroom drin. Und das ist im Endeffekt das, was ich hier mit diesem Bild gemacht habe. Viel mehr war es gar nicht. Ich zeige jetzt nur nochmal das Vorher, so sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Also ja, ein paar Farbkorrekturen und auch ein paar Helligkeitsanpassungen noch. Aber das ist im Endeffekt das Bild, was ich dann auch veröffentlicht habe. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du wissen willst, wie das Ganze genau abläuft mit Lightroom, mit Photoshop, mit Luminar und so weiter, dann schau auf jeden Fall auf meinem Online-Store mal vorbei. Dort gibt es Videotrainings zu dem Programm. Es gibt aber auch Videotrainings, wo mein kompletter Workflow erklärt wird. Nicht nur, wie ich in Lightroom bearbeite, sondern wie ich auch in Photoshop bearbeite, in Luminar und so weiter. Und da wird der Workflow wirklich von A bis Z auch nochmal erklärt und auch die Final Touches. Ansonsten kannst du auch bei Instagram mal vorbeischauen. StefanSchäfer90 heiße ich dort. Dort poste ich auch jeden zweiten Tag ein aktuelles Foto. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ciao!